den Anfang deiner Matte. Schließe deine Füße und lass deine Arme seitlich ganz locker am Körper nach unten hängen. Schließ deine Augen für einen Moment und beginne deine Atmung wahrzunehmen. Spür, wie sich mit jeder Einatmung die Bauchdecke und das Brustbein heben und mit jeder Ausatmung wieder senken. Und dann beginn mal langsam deine Schultern zu kreisen. Zieh sie nach oben, nach hinten und nach unten. Mach das ruhig noch 2, 3 Mal. Und dann beginne langsam Spannung in deinen Armen, in deinen Beinen, in deinem ganzen Körper aufzubauen, indem du deine Füße fest in den Boden reinschraubst, deine Schulterblattspitzen hinten unten zusammenziehst, deine Finger ganz weit auffächerst und deinen Nacken ganz lang machst. Zieh deinen Bauchnabel ein, spann deinen Po an. Und dann öffne langsam die Augen und nimm mit der nächsten Einatmung beide Arme über die Seite nach oben und senk sie ausatmend wieder ab. Nochmal nach oben, schließ die Hände über dem Kopf und wieder absenken. Noch einmal und senke sie ab. Und dann bring beide Arme einmal nach vorne, strecke sie auf Schulterhöhe aus. Kreuze den rechten Arm über dem linken und drehe deine Daumen nach unten. Und jetzt greife dir die Hände ineinander und mit der Einatmung streck deine Arme einmal über Kopf aus. Und mit der Ausatmung dreh dich ein, werde ganz rund. Wieder ganz lang, richte dich auf und nach oben und wieder rund werden, dreh dich ein. Noch einmal wieder strecken und wieder rund werden. Und dann streck die Arme wieder nur auf Schulterhöhe aus und wechsel jetzt einmal, dass du den anderen Arm oben hast. Und dann mach hier das gleiche. Atme ein, zieh den Kopf wieder durch die Arme hindurch und dreh dich ein, werde rund. Wieder nach oben aufrichten, eindrehen, rund werden. Noch einmal nach oben und wieder rund werden. Letztes Mal nach oben die Arme strecken und dann löst die Hände und senk sie am Körper ab. Kreis die Schultern hier noch einmal aus. Und dann beginnen wir mit dem Sonnengruß. Atme ein in beide Arme wieder nach oben. Mit der Ausatmung tauche in den Boden ein, beug die Knie, lass den Oberkörper nach unten sinken. Streck deinen Rücken hier wie einen Tisch. Und dann setz dein rechtes Bein nach hinten und bleib hier für 3 tiefe Atemzüge im Ausfallschritt. Dein vorderes Knie bleibt hinter deiner Fußspitze. Heb dein Brustbein an, dass dein Rücken ganz lang ist. Atme ein und mit der nächsten Ausatmung nimm den vorderen Fuß mit zurück in die Liegestützposition. Halte hier. Und dann bring die Knie zum Boden, beug deine Ellbogen, lege Brust und Kinn am Boden ab. Schlängel dich nach vorne durch, in die Kobra, aus der Kraft des Rückens, roll dich auf. Und dann klapp deine Füße hinten um, schieb den Po auf die Fersen und von hier geht dein Po ganz weit nach oben in den herabschauenden Hund. Dein Rücken ist jetzt hier ganz, ganz lang. Deine Handflächen schieben nach vorne in den Boden, die schieben die Matte weg. Den Kopf mal nach rechts, nach links drehen und drück jetzt hier im Wechsel die Fersen tief rechts und links und spür die Länge deiner Beinrückseiten. Den Atem ganz tief und gleichmäßig. Und dann komm auf deine Zehenspitzen, schau nach vorne zu den Händen und laufe kleine Schritte nach vorne an den Anfang der Matte. Roll dich Wirbel für Wirbel auf, nimm beide Arme über die Seite mit. Und mit der Ausatmung tauche direkt wieder nach unten in den Boden ein, lass den Oberkörper sinken. Streck den Rücken wieder wie einen Tisch.
Und dann tauche nach unten und setze dein linkes Bein zurück. Bleib auch hier jetzt wieder für ein paar Atemzüge in diesem Ausfallschritt. Dein vorderer Fuß ganz fest am Boden. Hintere Ferse schiebt weit zurück. Und mit deiner nächsten Ausatmung hol dir den vorderen Fuß mit nach hinten in die Liegestützposition. Atme ein und ausatmen. Bringe hier wieder Knie, Brust und Kinn zum Boden. Leg dich komplett ab und schlängel den Oberkörper durch nach vorne in die Cobra. Dein Fußspann hinten drückt fest in den Boden. Und dann klapp die Füße um, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Drück hier wieder im Wechsel die Fersen tief rechts und links. Kopf nochmal nach rechts und links drehen, dass der Nacken wirklich locker und entspannt ist. Und dann hebst du wieder die Fersen, beug die Knie und schieb jetzt deine Sitzknochen nochmal ganz weit nach oben. Und dann schau zu den Händen und lauf wieder kleine Schritte nach vorne. Roll dich Wirbel für Wirbel auf, nimm beide Arme über die Seite mit und bring die Hände zum Herzen. Atme ein, beide Arme wieder nach oben. Ausatmen, komm in die Vorbeuge. Ein und streck den Rücken. Aus, steige zurück in den herabschauenden Hund. Bleib jetzt hier für 3 tiefe Atemzüge. Fächer deine Hände nochmal ganz weit auf. Und dann heb jetzt hier einmal dein rechtes Bein nach oben an. Und zieh dein rechtes Knie einmal zum linken Ellbogen. Wieder nach oben strecken. Zieh es zum rechten Ellbogen. Wieder strecken. Und dann setz den rechten Fuß vorne zwischen deinen Händen ab. Erde jetzt deine linke Hand. Strecke deinen rechten Arm ganz weit nach vorne aus. Und beginn jetzt hier mal über hinten zu kreisen. Atme ein, den Arm lang nach vorne. Aus, wieder nach hinten kreisen. Noch einmal. Und kreisen. Und dann lass die linke Hand am Boden und dein rechter Arm dreht jetzt seitlich auf für den gedrehten Seitwinkel. Schau, dass deine Hüfte auf Kniehöhe ist, vielleicht sogar ein kleines bisschen höher. Komme links mal nur auf deine Fingerkuppen, um dich noch ein bisschen mehr aus der Schulter rauszudrehen. Dein rechter Arm ist gestreckt im Ellbogengelenk, aber gleichzeitig ziehst du ihn in dein Schultergelenk hinein. Und bleib jetzt hier nochmal für 3 Atemzüge. 2. Und ausatmen, bring die Hand zurück zum Boden und steig in den herabschauenden Hund zurück. Lauf die Füße hier wieder ein bisschen aus. Und dann schieb dich einmal nach vorne in die Liegestützposition. Ausatmen, komm mit oder ohne Knie zum Boden. Schlängel dich nach vorne durch in die Cobra. Und wieder zurück in den herabschauenden Hund. Und dann hebst du dein linkes Bein nach oben an und ziehst das Knie einmal zum rechten Ellbogen. Wieder strecken, zum linken Ellbogen. Nochmal strecken und dann stell den Fuß wieder vorne zwischen deinen Händen ab. Hintere Ferse ist angehoben, rechte Hand bleibt fest am Boden und dein linker Arm lang nach vorne ausstrecken und beginne dann auch hier zu kreisen über hinten. Einatmen, lang nach vorne, ausatmen, Kreis nach hinten. Noch einmal. Und dann bleibe hier, erde deine rechte Hand und dein linker Arm dreht jetzt auf zur Seite. Gedrehter Seitwinkel. Komm jetzt rechts auf deine Fingerkuppen, drück dich aus der Schulter heraus, strecke deinen linken Arm im Ellbogengelenk und zieh ihn gleichzeitig fest in dein Schultergelenk hinein. 3 tiefe Atemzüge. 2. Und 1. Setz die Hand wieder ab und steig zurück in den herabschauenden Hund. Lauf die Füße hier wieder ein bisschen aus und dann schieb dich noch einmal nach vorne in die Liegestütz.
ausatmen, komm mit oder ohne Knie zum Boden. Schlängel dich vor in die Kobra und zurück in den herabschauenden Hund. Lauf jetzt hier kleine Schritte wieder nach vorne an den Anfang der Matte. Roll dich langsam auf, nimm beide Arme über die Seite mit und schließ die Hände wieder vor deinem Körper. Wiederhol nochmal, atme ein, komm nach oben in den Berg mit den Armen. Ausatmen, tauche nach unten in den Boden ein. Streck den Rücken und dann steig auch hier wieder zurück in den herabschauenden Hund. Nimm dein rechtes Bein nach oben und zieh es nochmal zum linken Ellbogen. Wieder strecken, zum rechten Ellbogen, strecken. Und bevor du den Fuß jetzt vorne absetzt, komm mal links auf deine Zehenspitzen, dann hast du ein bisschen mehr Platz und stell jetzt den rechten Fuß vorne ab. Dreh deine hintere Ferse ein und richte dich hier auf in Krieger 2. Schau, dass beide Fersen nun auf einer Linie sind. Dein vorderes Knie ist nach außen gedreht. Das heißt, es zeigt Richtung deiner rechten Fußspitze. Ja, achte hier drauf, dass es nicht nach innen knickt. Hintere Fußaußenkante drückt fest in die Matte. Drehe deine Handflächen einmal so, dass sie nach oben zeigen. Und mit der Einatmung streckt das vordere Bein, schließt deine Hände über Kopf. Ausatmen, wieder öffnen. Nach oben und wieder tief. Noch einmal nach oben und wieder tief. Und dann leg jetzt deinen rechten Ellbogen an die Innenseite von deinem rechten Knie an. Linke Hand geht zuerst hinten an deine Hüfte. Dreh dich wunderbar auf hier in deinem Oberkörper und dann strecke deinen linken Arm nach oben aus. Und jetzt beginn auch hier wieder den Arm im Ellbogengelenk zu strecken. Und gleichzeitig verankerst du ihn ganz fest in deinem Schultergelenk. Bleib hier noch 3, 2, 1. Komm mit der Einatmung wieder nach oben in den Krieger 2. Mit der Ausatmung fächer beide Hände nach vorne zum Boden in den Ausfallschritt. Von hier holst du dir jetzt dein vorderes Bein nach hinten in die Liegestützposition. Verlagerst dein Gewicht auf deine linke Hand und deine linke Fußaußenkante und kippst dann einmal in die Side Plank. Schau, dass deine Hand unter deiner Schulter ist. Heb dein Becken weit nach oben, dein Blick vielleicht in deine obere Hand. Und wenn es zu viel ist, stell einfach vorne den Fuß ab. 3, 2 und 1. Langsam zurück. Wechsel jetzt hier direkt einmal die Seite. Verlagere dein Gewicht auf deine rechte Hand. Rechte Fußaußenkante, linker Arm geht nach oben. Bleib auch hier für 3 Atemzüge. 2. Und langsam wieder tief. Steig zurück in den herabschauenden Hund. Schieb den Po weit nach oben. Und dann komm hier wieder einatmen nach vorne, Liegestützposition, ausatmen, langsam zum Boden, in die Kobra, in den herabschauenden Hund. Hebe jetzt dein linkes Bein nach oben an, zieh es zum rechten Ellbogen, strecken zum linken Ellbogen, nochmal strecken und jetzt kommst du rechts auf deine Zehenspitze. Hebst die Ferse weit an, dass du wieder mehr Platz hast und setze dann den linken Fuß ganz leise vorne zwischen deinen Händen ab. Dreh deine hintere Ferse ein und komm nach oben in den Krieger 2. Fersen wieder auf einer Linie, dein Becken aufgerichtet. Hintere Fußaußenkante drückt fest in die Matte. Heb deine Arme auf Schulterhöhe an und dreh jetzt deine Handflächen so, dass sie nach oben zeigen. Und dann streck dein vorderes Bein, schließ die Hände über Kopf und öffne wieder. Einatmen nochmal nach oben, ausatmen, wieder öffnen.
Noch einmal. Und öffnen. Und dann beug den vorderen Arm, leg den Ellbogen an die Innenseite von deinem Knie. Rechte Hand geht an die Hüfte, um den Oberkörper aufzudrehen. Und dann streckst du deinen rechten Arm nach oben aus. Im Ellbogengelenk strecken und gleichzeitig verankerst du ihn wieder fest in deinem Schultergelenk. Bleib hier. 3. 2. 1. Bring die Hand zurück zum Boden. Nimm deinen vorderen Fuß zurück für die Plank. Und dann verlagere dein Gewicht auf deine rechte Hand, rechte Fußaußenkante für die Side Plank. Schau wieder, dass dein Handgelenk, deine Schulter übereinander sind. Heb dein Becken an. Gerne wieder den vorderen Fuß, den oberen Fuß vorne abstellen, wenn es für dich zu anstrengend wird. Einen Atemzug noch. Und dann komm zurück in die Mitte. Atme kurz zwischen und dann kipp direkt auf die andere Seite rüber. Linke Hand, linke Fußaußenkante, dein rechter Arm nach oben. 3. 2. Und ausatmen tief. Von hier bring die Knie zum Boden und schieb einmal den Po nach hinten. Nimm deine Arme mit zurück. Kurz deine Schultern entspannen und entlasten. Und dann nimmst du deine Arme langsam wieder nach vorne und kommst jetzt hier einmal auf deine Unterarme. Schau, dass deine Ellbogen unter deinen Schultern sind. Verhake die Finger vorne ineinander, stell deine Zehen hinten auf und jetzt drück dich zuerst einmal aus deinen Schulterblättern heraus. Sorg den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und mit deiner nächsten Ausatmung löst deine Knie vom Boden und schieb sie jetzt weit nach hinten raus. Das heißt, du beginnst deine Beine langsam in die Streckung zu bringen und schiebst gleichzeitig deinen Po ganz weit nach oben, wie beim herabschauenden Hund. Drück dich aus den Schulterblättern heraus, spür hier diese Kraft. Ellbogen fest in die Matte drücken. Deine Beine kannst du gerne leicht beugen, wenn es dir ansonsten schwer fällt, den Rücken zu strecken. Das ist das Wichtigste, dass hier dein Rücken ganz lang ist. Kannst du hier bleiben oder wenn du mehr möchtest, schieb dich mit der Einatmung einmal nach vorne, ausatmen wieder zurück. Nach vorne und wieder zurück. Zweimal mehr vor und zurück. Ein letztes Mal und zurück. Und dann bring deine Knie wieder zum Boden. Po auf die Fersen, Position des Kindes. Deinen Atem etwas zur Ruhe kommen. Und dann nimm die Arme wieder nach vorne, setz die Hände auf und schieb dich in den herabschauenden Hund zurück. Lauf die Füße nochmal etwas aus und dann schau nach vorn zu deinen Händen und setze jetzt deinen rechten Fuß außen an die rechte Hand. Deinen linken Fuß außen an die linke Hand und komm hier in Malasana, die tiefe Hocke. Bring deine Ellbogen an die Innenseite deiner Knie. Bau hier ein bisschen Druck und Gegendruck auf. Deine Füße zeigen leicht nach außen und wenn du jetzt hier feststellen solltest, dass du mit den Fersen nicht zum Boden kommst, dann leg dir gerne etwas unter deine Fersen oder komm mit dem Po nur so tief, wie du die Fersen am Boden lassen kannst. Richte deinen Rücken auf und spür jetzt hier diese intensive Dehnung in deinen Leisten. Schau, dass du mit jeder Ausatmung immer mehr Spannung loslässt in den Hüften. Bleib hier noch für 3,
2 und 1. Und dann setz die Finger vorne auf, komm langsam nach oben, streck die Beine, lass den Oberkörper einfach nach unten hängen, greif den gegenüberliegenden Ellbogen und schaukel hier mal so ein bisschen von einer Seite zur anderen. Und dann wiederhol das noch ein zweites Mal. Die Füße wieder mattenbreit öffnen. Ellbogen wieder an die Innenseite deiner Knie. Und setz den Po tief. Wirbelsäule aufrichten. Halte hier nochmal 3 Atemzüge. 2 1 und dann streck beide Arme nach vorne aus und lass dich langsam nach hinten auf die Matte rollen. Schaukel nochmal so ein bisschen nach vorne und hinten. Zieh die Knie einmal zu dir heran, wie ein kleines Paket. Streck die Arme nach rechts und links zur Seite aus. Und dann strecke ein Bein nach dem anderen lang am Boden aus. Mach den unteren Rücken nochmal lang. Schließ deine Augen und dann bleib hier einfach noch für ein paar Atemzüge und genieße.